Unravel the Mysteries in theaters in September 2009. Mekka wurde für Millionen von Muslimen als Versammlungsort, heiliges Zentrum und in ihr die Kaaba als Gebetsrichtung angeordnet. Gleich werden sie Zeuge eines wissenschaftlich erwiesenen Wunders, welches tausende Jahre in der heiligen Stadt Mekka unentdeckt blieb. Das unveränderlich und überlegen bestimmtes Mitglied der Mathematik. 1,618. Der Schöpfer hat immer ein und dieselbe Nummer in zahlreichen Ereignissen im Universum verwendet. Bei Herzschlägen, bei den Abbildungsverhältnissen der DNA-Spirale, bei dem speziellen Design des Universums, auch Dodecahedron genannt, bei der Blattordnung der Pflanzen, auch Phyllotaxis genannt, bei den Kristallen der Schneeflocken, bei vielen Spiralstrukturen der zahlreichen Galaxien. Der Schöpfer hat dieselbe Nummer verwendet, die Nummer des goldenen Schnittes, welche 1,618 lautet. Es wurde beobachtet, dass die Zahl des goldenen Schnittes für verschiedene angesehene Bauwerke benutzt wurde, einschließlich der Pyramiden in Ägypten. Der berühmte Astronom Kepler bezeichnete diese Zahl als einen großen Schatz. Als Resultat seiner 25-jährigen Arbeit bewies der Ästhetiker Dr. Stephen Markout, dass jedes menschliche Gesicht und Körper gemäß der Zahl 1,618 geschaffen sind, somit vollkommen schön sind. Wenn das Seitenverhältnis einer Form 1,618 ergibt, dann ist diese Form passend zum goldenen Schnitt. Der perfekte Entwurf. Wo ist dann der goldene Schnitt der Erde? Das Verhältnis der Entfernung von Mekka und dem Nordpol zu der Entfernung von Mekka und dem Südpol ist exakt 1,618. Was dem goldenen Schnitt entspricht. Dazu kommt noch, dass das Verhältnis der Entfernung vom Südpol und Mekka zu der Entfernung vom Nordpol zum Südpol wieder 1,618 beträgt. Das Wunder ist noch nicht vorbei. Der goldene Schnitt der Welt liegt gemäß der Weltkarte basierend auf Längengrad und Breitengrad in Mekka. Das Verhältnis der östlichen Dehnung zur westlichen Dehnung, welches festgelegt wird aus der Ursprungslinie Mekkas, ist wieder 1,618.
Überraschenderweise, wie in der Darstellung zu sehen ist, ist das Verhältnis der Entfernung der Diagonale von West zu Ost wieder 1,618. Der goldene Schnitt der Erde ist trotz der Kilometerunterschiede auf den Karten immer innerhalb der Grenzen von Mekka, in der heiligen Region, die auch die Kaaba beinhaltet. Sie können auch zu Hause mit Hilfe von Google Earth präzise die Distanz zweier verschiedener Punkte auf der Weltkarte ausmessen. Wenn Sie möchten, können Sie die Richtigkeit der Gegebenen überprüfen, indem Sie das Verhältnis des Längengrades und des Breitengrades mit einem simplen Taschenrechner berechnen. Das Phi-Matrix ist ein amerikanisches Programm, das dazu dient, goldene Schnittpunkte von Bildern und Zeichnungen anzuzeigen. Wenn wir nun annehmen, dass die Weltkarte ein unvergängliches Bild mit unendlicher Tiefe ist, und dieses mit dem Programm öffnen, werden wir feststellen, dass der goldene Schnitt der Erde auf Mekka liegt. Unter Berücksichtigung der positiven Längengrade und Breitengrade des Landes, nicht des Meeres, ist der einzige goldene Schnitt der Welt immer Mekka. Die Wunder gehen noch weiter. Das Wunder des goldenen Schnitts im Mekka-Vers des Korans. Es gibt nur einen einzigen Vers im Koran, der das Wort Mekka beinhaltet. Dort gibt es klare Beweise, die den Glauben der Menschheit stärken. Der Zusammenhang von Mekka und dem goldenen Schnitt ist deutlich in der Sure 3 Al-Imran, Vers 96 zu finden. In the Al-Imran Sura, 96th Vers. Die Summe aller Buchstaben in diesem Vers ist 47. Wenn wir 47 durch 1,618 teilen, erhalten wir 29. By 47 divided by 1,618 equals 29. Dort sind 29 Buchstaben vom Anfang des Verses bis zum Wort Mekka. Genauso wie auf der Weltkarte. Wenn nur ein Wort oder Buchstabe fehlen würde, könnte dieses Verhältnis niemals aufgestellt werden. Mit Gewissheit führten wir den gleichen Versuch mit dem Buchstaben wie mit der Weltkarte durch und wurden Zeugen eines direkten Zusammenhangs von Mekka mit dem goldenen Schnitt. All dies zeigt uns, dass die Welt und die Mathematik durch den einzigartigen Gott erschaffen wurde und der Koran sein Wort ist. The creator of the earth and mathematics is the same one God. Beggar description that created Kaaba, holy region and the Quran. Er lässt uns Menschen an sich erinnern, mit diesen Wundern, dieses vorherige Wissen der zukünftigen und allgemeinen Sprachen der Menschheit. Die Entdeckungen über den Zusammenhang des goldenen Schnittes von Mekka, Kaaba und dem Koran werden von Tag zu Tag mehr. Becomes revealed in each single day. In der Darstellung sieht man, dass die Messungen mit dem Kompass des goldenen Schnitts, auch bekannt als Leonardo-Kompass, beweisen, dass die Stadt Mekka ebenfalls auf dem Punkt des goldenen Schnitts von Arabien liegt, während die Kaaba wiederum auf dem Punkt des goldenen Schnitts von der Stadt Mekka liegt. Gemäß der Wahrscheinlichkeitsrechnung können all diese Beweise nicht zufällig entstanden sein. Versuche dich zu retten und akzeptiere die Wunder, die wissenschaftlich bewiesen wurden. Die Wunder von Isa, Jesus, Friede sei mit ihm, und Mohammed, Friede sei mit ihm. The Jesus the Christ and the Prophet Mohammed and with scientific proofs.